Da. Paula Madeira ist eine der Schlüsselfiguren in Jace Gells Plan, den Drohnenschwarm, der die Leute am Verlassen der Insel hindert, abzuschalten. Deshalb reden wir mal mit ihm über besagte Paula Madeira. Erzählen Sie mir von der Ingenieurin, die Sie brauchen. Paula Madeira, meine Drohnenexpertin. Ohne sie kann ich das Programm nicht schreiben. Sie ist noch auf der Insel. Aber sie hat Skelltech verlassen, gleich nachdem Sentinel hier eintraf. Sind Sie hinter ihr her? Ich habe keine Ahnung. Ich kann Ihnen nur sagen, wo sie früher gelebt hat. Ist ein Anfang. So, Ihr Haus befindet sich in der Wohnanlage Ettrick im südlichen Teil der Region New Stirling. Das ist wo? New Stirling. Da unten. Die Wohnanlage Ettrick ist an der Küste. Es ist das nördlichste Haus im Dorf. Ist das hier die Wohnanlage Ettrick? Ich meine, steht nichts hier. Ist auf jeden Fall an der Küste. Das nördlichste Haus wäre das hier, ne? So ungefähr. Wenn sie das denn ist. Gut. Dann werden wir uns jetzt noch schnell am Biwak vorbereiten und dann über Land in besagte Region zu besagter Wohnanlage reisen. Und wir sehen uns dann vor Ort. Bis gleich. So, da sind wir nun in New Stirling, nahe der Wohnanlage Ettrick, hoffentlich. Ja, den ganzen langen Weg haben wir geschafft mit nur einem einzigen Fahrzeug. Es hat es nicht ganz unbeschadet überstanden, aber es lebt noch. Es ist nicht explodiert, noch nicht. So, das nördlichste Haus. Das nördlichste Haus soll das Haus sein von Fräulein Madeira. Da hatte ich gerade einen extremen Lag. Schon wieder? Was ist da los? Jetzt nicht mehr. Okay. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Uns ist nichts asynchron. Aber zur Sicherheit starte ich die Aufnahme mal noch neu. So, Aufnahme neu gestartet. Dann kann es jetzt weitergehen. Ja, sicher ist sicher, denn eine asynchrone Aufnahme wieder hinzubiegen ist ein bisschen Arbeit, die ich mir gerne ersparen möchte. Ach ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit diese Dunkelheit hier ertragen. Denn wir haben uns alle mit Nachtsichtgeräten und einer Nachtausrüstung, einer extra schwarzen Nachtausrüstung, ausgestattet. Ich schleiche hier mal kurz ins Licht, damit ihr das vielleicht ein bisschen seht. Wir sind alle ziemlich schwarz gekleidet jetzt und haben Nachtsichtgeräte. Also alles für die Mission vorbereitet. Das nördlichste Haus. Wo sind wir? Ja, Wohnanlage Ettrick, da sind wir schon mal richtig. Das müsste dann das vierte Haus auf der rechten Seite sein, wenn wir weiter in diese Richtung gehen. Da steht jemand drin. Ist vermutlich noch der Checkpoint von der Straße. Die Lampen sind ziemlich hell.
Mit Nachtsichtgerät sieht man da eigentlich fast nichts, ne? So, da vorne. Da vorne, das müsste das Haus sein. Hier. Das müsste es sein. Es kann keine Outcasts mehr geben. Ich war dabei, als wir sie ausgeräuchert haben. Vorsicht, da drüben ist einer. Da sind ein Haufen Wachen. Alle haben irgendwelche Infos. Bewege mich zum Ziel. Roger, bringe mich in Stellung. Alles ruhig hier. Sehr gut. Das war's. Wir haben alle erwischt. Wir wissen ganz genau, dass wir hier sind. Huch. Was häng ich denn hier? Oh, da haben wir noch welche. Welche im Einsatzbereich? Da vorne. Ich weiß, die hatten alle Infos, aber mein Verdacht ist ja, dass die alle die gleichen Infos haben. Schade, dass wir hier die Straßenlaternen nicht ausschalten können. Ausschießen. Oh, jemand hat eine Leiche entdeckt. Das ist jetzt suboptimal. Ah, da oben die Drohne. Ich sehe sie. Da. Wir müssen weg. Verdammt. Verdammt. So. Schnell verhören. Ernsthaft? Hast du mir was zu sagen? Ja, mehr weiß ich nicht. Lass mich gehen. Sag mir alles, was du weißt. Ah, du weißt schon alles, was ich weiß. Nun. Es hatte also nichts mit der Hauptmission zu tun. Nichts mit Paula Madeira. Hier sieht's aus, als wäre hier eingebrochen worden. Das beantwortet dann wohl die Frage, ob Sentinel hinter Paula Madeira her ist. Dann gehen wir mal den Laptop hacken. Was haben wir hier? Da hat was geblinkt. Oh, ein Fundstück. Neue Biografie. Ein nationaler Wissenschaftspreis, den Paula Madeira im Jahr 1992 gewonnen hat. Offenbar haben wir noch ein Genie hier, so wie Skell. Was war denn da sonst noch gerade? Egal, gucken wir beim nächsten Fundstück, wenn wir noch eins finden. Gut, ich meine, wir haben gesehen, dass da niemand ist. Da liegt auch noch was. ALS-Broschüre. Die Symptome und der Verlauf von ALS variieren stark zwischen einzelnen Erkrankten. Spastische Lähmungen und Muskelschwund gehören jedoch zu den typischen Symptomen. Zu den Behandlungsoptionen zählen Edaravon intravenös und Riluzol oral, um die Nervenschäden zu minimieren. Der Lebensstil kann früh im Verlauf angepasst werden, um typische Beschwerden zu lindern. Dazu zählt der Umstieg auf leicht schluckbare Nahrung oder eine Magensonde, um der Erstickungsgefahr entgegenzuwirken. Ja, ALS ist eine ziemlich beschissene Krankheit.
So, Weltinfo. Ach so, nee. Okay, alles klar. Ich dachte, das wäre irgendwie... Es ist nur was, was wir noch finden könnten. Alles klar. Da hinten vielleicht auch noch was. Da blinkt noch was. Foto von Paulas Hochzeit. Ein Foto von Paula Madeira und ihrem Ehemann bei ihrer Hochzeit. Er sieht krank aus. Er hat doch garantiert ALS. Deshalb die Broschüre. Und deshalb hat sie sich bestimmt so ins Zeug gelegt, weil sie ein Heilmittel für ihn finden wollte. So das typische... Die typische Vorgehensweise. Eine typische Motivation. So, Madeiras Haus durchsuchen. Wahrscheinlich war ihr Nachbar der Letzte, der Madeira gesehen hat. Folgen wir den Brotkrumen. Genau, das machen wir. Ich wollte den Einsatz nicht anheften. Naja, egal. Madeira redete mit einem ihrer Kollegen, bevor sie verschwand. Der Standort des Hauses des Kollegen wurde auf der Taktikkarte verzeichnet. Wir haben da unten auch noch die Drohne. Wo wir noch ein paar Teile abgreifen können. 3 Induktionsbatterien. Wunderbar. Kann man die hier abschießen? Nee, schade. Den kann man aber auch nicht. Oh, man kann aber eins sammeln. Entschuldigung, dass ich in ihrem Haus rumgeballert habe. Hallo. Ich suche ihre Nachbarin, Paula Madeira. Oh, ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Eines Tages ging sie fort. Ich habe gehört, Sentinel hätte jemand Neues, der ihre Arbeit ohne sie fortsetzt. Und wo könnte sie sein? Sie hat öfter diesen Daigoro in Auroras Parlament getroffen. Es klang, als wäre er einer dieser Demonstranten. Danke. Daigoro, so. Ein Foto des Parlaments von Auroa. Das ist ein Foto des Parlaments von Auroa, eine sehr beeindruckend aussehende, wichtige Institution auf der Insel. An dem Tag, an dem sie verschwand, wollte Paula Madeira hier jemanden treffen. Es ist inmitten einer großen Stadt. Nun, das macht das Ganze etwas schwieriger. Aber nicht unmöglich. So, im Zentrum der Region... Oh je. Große Stadt hier. Dann ist das hier. Hier ist dann das Parlament. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns vorm Parlament wieder. Bis gleich. So, wir befinden uns jetzt gerade vor dieser großen Stadt mit dem Parlament von Auroa im Zentrum. Und ja, jetzt müssen wir uns erstmal zum Parlament vorarbeiten. Dieser Sprachbug momentan, dass sich auch weit entfernte Gegner anhören, als wären sie direkt um die Ecke. Ist hier nicht ganz förderlich. Nachforschungen im Parlament von Auroa anstellen. Wir müssen alles nach Infos absuchen. Ja, Zivilisten sollten mehr darüber wissen, was passiert. Oh nein. Gott sei Dank. Zivilisten sollten mehr darüber wissen, was passiert ist. Madeira verschwand, nachdem sie Daigoro im Parlament von Auroa getroffen hatte. Das war's, alles klar. Nun,
dadurch, dass es jetzt Nacht ist, sind wahrscheinlich nicht ganz so viele Zivilisten unterwegs. Ja, da war was. Okay, das sind keine Zivilisten. Da geht's runter. Da haben wir schon einige Zivilisten mit oder unter Umständen mit Informationen über Paula. Gut, das Ziel ist klar. Vorrücken. Einrücken. Vorsicht, da kommt was auf uns zu. Und wieder abrücken. Kann man die? Nein, ist auch wieder so eine. Verdammt. Nee, du brauchst dir nichts anzusehen. Ja, so ist das eben, wenn es Nacht ist und man kein Nachtsichtgerät hat. Wir haben zum Glück eins. Dank Ubisoft Forward. Oh, Schritte, Schritte, Schritte. Ich halte weiter Ausschau, aber ich glaube, hier ist nichts. Also mir reicht's. Hier ist nichts. Ziemlich gut. Schnell, 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 schnell. Oh, da kommt der andere. Ducken. Mal gucken, er hat auch Infos. Wir wurden vom Feind entdeckt. Nein, wurden wir nicht. Na, aber doch kein Müll, Fury. So, mitkommen. So. Was hat er denn für Infos? Ich brauche mehr Informationen darüber. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Bitte lass mich leben. Das ist ein Foto des Gefängnisses, wo diejenigen festgehalten werden, die von Sentinel gefangen wurden. Das Gebäude selbst sieht aus wie eine uneinnehmbare Festung aus. Irgendwie wirkt so ein einschüchterndes Gefängnis auf Aurora, dem saftig grünen Insel Utopia, fehl am Platz. Das Gefangenenlager befindet sich im westlichen Teil der Region Liberty, man kann es vom Bird Hill aus sehen. Wurde dort Madeira hingebracht? Ja, da hast du absolut recht. Aber da drin ist immer noch ein Zivilist mit Infos. Oder? Ist das nur das Haus hier vorne? Nur das Haus hier vorne, okay. Das sind allgemeine Infos. Gibt es nur noch einen Zivilisten mit Infos? Also, alles klar. Gut, dann zum Gefängnis von Aurora. Wo ist das? Liberty. Westlicher Teil. Vom Bird Hill aus sichtbar. Das hier? Zeig mal nochmal das Bild her. Nein, nicht das. Das. Mit Flugplatz, großer Komplex. Sieht ein bisschen aus wie, keine Ahnung, Presslufthammer. Mit ein bisschen Fantasie. Jo, das ist das hier, alles klar. Das ist von hier aus
Ja, West-Nordwest, alles klar. Gut, dann, wie immer, sehen wir uns dann dort. Das ist ja die reinste Schnitzeljagd heute hier. Und schon sind wir am Gefängniskomplex von Aurora. Und sollen jetzt hier Daigero befreien. Ich dachte eigentlich, wir sind auf der Suche nach Paula Madeira. Woher wir jetzt wissen, dass da Daigero drin steckt und nicht Paula Madeira. Und was überhaupt mit Paula Madeira ist, keine Ahnung. Die Verhördialoge sind ja leider nicht vertont. Gut, so, da unten fährt irgendwo ein Auto. Da haben wir einen Haufen Wachen bestimmt. Ich schaue es mir mal mit der Drohne an. Hier einen dort. Einen in der Mitte. Zwei. Oh, auf dem Dach sind auch welche. Okay, das wird lustig. Da haben wir Infos. Ist das ein Drohnenträger? Ja, Drohnenpilot. Verdammt. Den würde ich gerne, wenn es geht, irgendwie zuerst ausschalten. Noch ein Heavy. Patrouillendrohne. Scharfschütze. Vielleicht sollten wir uns den zuerst vorknüpfen. Weil der ganz alleine da steht. Abgesehen von der Drohne. Da sind auch noch welche. Eieieiei, okay, also unentdeckt das zu schaffen, wäre eine Herausforderung, der ich wahrscheinlich nicht gewachsen bin. Ich hab den Feind entdeckt, da. Aber vielleicht können wir ja mit dem Synchronschuss da ein bisschen was regeln. Feuer. Was für Infos haben die? Da unten ist die Drohne. Drohnen können die KI-Kameraden ja super easy ausschalten. Nachtsicht an. Wobei, ich kann das auch. Na, egal. Ich schalte aus irgendeinem Grund immer total gerne zwischen den verschiedenen Sichtmodi hin und her. Ich weiß aber nicht warum. Ah, der Wärmebildmodus ist halt schon ziemlich... vorteilhaft. Können die? Da können sie nicht drauf schießen, schade. Wir müssen alles nach Infos absuchen. Ja. Alles sauber. Sie sind tot. Zack. Oh, was haben wir denn hier? Eine Waffe. Was gibt's denn hier überhaupt so generell? Ach so, ein PSG-Kompensator. Es braucht. Ich nicht. Was ich gerne wissen würde, ist, wo ist der Generator? Wer weiß schon, wie viele es von denen eigentlich gibt. Es ist unmöglich, die zu überwachen. Daigero hat Vorräte für die geplündert, als wir ihn erwischt haben. Den haben wir ruhig gestellt. Mit dem Rest der Outcasts kommen wir auch klar. Wo ist der Generator? Generator wäre schon praktisch, den auszuschalten. Aus offensichtlichen Gründen. Aber ich finde keinen. So, dann warten wir mal, bis die Drohne ein bisschen außer Sichtweite und Hörweite
Ja, komm. Perfekt. Keiner hat was bemerkt. Sehr schön. Ja, die KI-Kameraden, die haben es einfach drauf. Hä? Wer hat noch einen Schuss gehört? Oh shit. Was? Ach Mist, das war das Falsche. Allerdings müssen wir hier ganz schleunigst weg. Ein bisschen Position ändern. Können sie jetzt? Nee, schade. Mist. Okay. Dann lasst sie mal kommen. Habe ich die simultan schon? Ja, habe ich ausgerüstet. Markiere einen Brecher. Eins. Zwei. Drei. Wo ist der Heli? Ja, da kommen die nächsten. Oder auch nicht. Da war doch gerade einer. Da. Wo ist der Heli? Da. So, das ist der Pilot. Und da kommt der nächste oder letzte. So. Alles klar. Feuer! Getroffen. Funke ist neutralisiert. Jemand hat den Schuss von Fixit gehört? Ach so. Ich muss G drücken, um die Drohnen. Ja, stimmt. Ganz vergessen. Ich wollte jetzt alle mit Q auslösen, aber natürlich werden nur dann alle gleichzeitig ausgelöst, wenn ich selbst schieße. Ich kann eine Simultanschuss-Drohne auf eine Drohne hetzen? Sag mal, was hält diese Drohne denn aus? Himmel! Ich mache mir echt Sorgen da oben. Sehe nix. Nice. So, da haben wir da noch einen. Das ist scheinbar keiner. Die Heavies, die würde ich gerne. Da haben wir einen. Die wissen offensichtlich. Oh, scheiße. Die haben die Drohne entdeckt. Verdammt. Naja, okay, gut. Es. Ist auch nicht gerade dunkel mit dem Vollmond. Auf Aurora ist übrigens immer Vollmond. Immer. Wenn ihr es dunkel haben wollt, müsst ihr hoffen, dass das Wetter bewölkt ist. Oder Gewitter. Eine Drohne von dem Drohnenpiloten fliegt bestimmt noch darum. Ich hoffe, du kannst mir Antworten liefern. Mehr Infos habe ich nicht. Bitte, wirklich nicht. Gut. Sie finden mehr Informationen zu den Gefangenen im Gefängnis. Computer, wer hätte das gedacht?
Es sind alle anderen auch gestorben, die die gleiche Info hatten. Kann ich das ausschießen? Ach, geil. Schade, dass man die hier nicht ausschießen kann. Geh auf Tuchfühlung. Nein. Oh wei, oh wei. Oh, Mörser, Mörser, Mörser. Alter! Boah, weg, 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 weg. Ah, shit. Bin verletzt. Bin verletzt. Scharfschütze. Oh, das war er. Aber auf die Idee, diesen scheiß Mörser auszuschalten, kommt niemand. Shit, shit, shit. Wisst ihr was? Feuerfreigabe. Die Kacke ist eher am Dampfen. Ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt geht's. Schaufel! Oh. Jetzt stecke ich schon wieder in diesem scheiß Wasserloch fest hier. Ah. Nice. Das macht ihr sehr gut. Prima. Gut. Dann jagen wir uns mal noch eine Spritze in den Arm. Und dann... Drin ist beleuchtet. Da ist der Gefängniscomputer. So, schauen wir doch mal. Sieht aus, als wäre Madeira verlegt worden. Ich frage mich, ob Daigoro weiß, wohin sie gebracht. Es wurde. Anordnung zur Verlegung der Gefangenen. Folgende Anordnung zur Verlegung wurde erteilt. Mit sofortiger Wirkung wird Paula Madeira aus dem Gefangenenlager in das Forschungszentrum Omega verlegt. Da war da noch was. Oh, Hinweis sammeln. Okay. Wurde. Irgendwie ist das diese ganze Mission von der Informationslage her sehr konfus. Kameras machen hier nichts, gell? Was haben wir hier? Ein ungeschütztes Smartphone. Oh, eine MP5. Hättest du damit gerechnet? Kann ich die alle öffnen? Nee, da kann ich gar nichts öffnen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Weil in der letzten Folge habe ich auf ein paar Kommentare der von Sentinel geantwortet, aber... Man hat sie in der Aufnahme gar nicht wirklich gehört. Da hinten steht jemand drin. Guten Tag, der Herr. Sind Sie Daigao? Ich glaube nicht, dass man so ein Schloss so aufmacht, aber okay. Okay, er war wohl nicht Daigao. Auch Daigao ist da oben. Oben. Holy shit, was hier passiert. Nichts sehr Erfreuliches. Ein Rosenbild. Oh, eine Kiste.
Ich weiß, ich öffne generell an den ganzen Orten viel zu wenig Kisten eigentlich. Und sammle auch nicht alle Sammelgegenstände. Aber das, ich weiß nicht, wie spannend das wäre. Deshalb versuche ich mich weitestgehend auf die Missionen hier im Let's Play zu konzentrieren. Sie sind frei, mein Herr. Sie ebenfalls. Das sind aber richtig geräumige Gefängniszellen mit einem weichen Bett. Ja, ein Fernseher. Eine Dusche mit extra, also mit Abschirmungskabinengedöns. Jeder hat eine eigene Dusche, keine Sammelduschen. Schon, also voll der Luxusknast. Hallo, du Daigoro? Kennen Sie Paula Madeira, die Drohneningenieurin? Was sagten Sie? Sie baut Drohnen, wie die, die über die ganze Insel fliegen und Leute umbringen. Hey, egal was Sie gehört haben, sie arbeitet bestimmt nicht für Sentinel. Sie gehört zu uns. Sie ist mutig wie eine Löwin und sie ist eine Outcast. Warum hat sie dann überhaupt Drohnen gebaut? Wer sind Sie eigentlich? Ganz ruhig, ich bin ein Freund. Ich war in einem der abgestürzten Helikopter. Gehen wir an einen sicheren Ort. Dann können wir reden. Wie heißen Sie? Nomad. Und Sie? Daigoro Ito. Was zum Teufel machen Sie am technisch fortschrittlichsten Ort der Welt, wenn Sie Technologie nicht mögen? Ich hab nichts gegen Technik, Mann. Ich hab nur was gegen Transhumanismus. Wenn jemand zu mehr als einem Menschen wird, richtig? Zu etwas anderem als einem Menschen. Unser Motto, oder eines unserer Mottos ist, denkt an die Neandertaler. Neandertaler und moderne Menschen hatten gemeinsame Vorfahren. Aber der moderne Mensch hat die Neandertaler ausgerottet. Oder zumindest dazu beigetragen. Vorerst denke ich nur über andere Menschen nach, die mich ausrotten wollen. Gut, alles klar. Wir sollen Daigoro zu einem sicheren Abholpunkt bringen. Der ist... Oh, wie schön. Guck mal, der Sonnenaufgang. So, der Abholpunkt... Wo ist der? Wo soll der sein? Wurde auf der Taktikkarte markiert. Ja, wo? Hm. Ich sehe da nichts. Also wirklich gar nichts. Naja, wir steigen jetzt erstmal in den Heli. Ich hoffe, er hat einen Fallschirm dabei. Oder er kann sich teleportieren. Oder er läuft halt den ganzen Weg zu Fuß. Ist mir eigentlich relativ schnuppe, wie er es macht. Aber wir fliegen jetzt mal. Ah, da hinten. Das ist... nicht auf der Taktikkarte markiert, sondern nur im HUD. Kann aber auch an meinen minimalen Interface-Einstellungen liegen. Ich habe auf der Karte nämlich alles ausgeblendet. Soweit es ging. Sag mal, kommst du heute noch oder muss ich dich abholen? Oh, ich habe vergessen, dass hier Laternen aus Kruppstahl verbaut sind. Ich wollte jetzt einfach umrammen, aber umrammen ist nicht. Ja, komm, leg einen Zahn zu. Gut, alles klar. Dem Sonnenaufgang nicht entgegen. Das ist hinter dem Damm. Müssen tun wir gar nichts. Außer sterben.
Da ist noch ein Biwak, das wir mitnehmen können. Wenn wir es nicht schon haben. Ne, da haben wir noch gar nichts. Alles klar. Nehmen wir das Biwak noch mit. Einmal drüber fliegen im Tiefflug. Das müsste genügen. So, da ist der sichere Abholpunkt. Verraten Sie mir, wo Paula Madeira ist? Sie ist ein guter Mensch. Was wollen Sie von ihr? Wir arbeiten daran, einen Sektor von Drohnen zu säubern. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Ich habe Ihren Namen gehört, als Sie über Sperrgebiet 1 geredet haben. Vielleicht ist sie dort. So, ja, den Wortwechsel haben wir gerade gehört. Madeira wurde zu Sperrgebiet 1 gebracht. Ja, haben wir gerade gehört. Also wissen wir, wo sie ist. Ich nehme an, sie ist Sentinels Joker für das Killer-Drohnen-Programm. Dreckskerle! Sie holen sie da raus, ja? Ist mir egal, um welchen Preis. Bleiben Sie locker. Ich mach das schon. Einsatz abgeschlossen. Ein treuherziges Genie. Aber wir haben Paula Madeira immer noch nicht eingesammelt. Das ist dann der nächste Auftrag für die nächste Folge. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Ich kann leider nicht mehr winken, weil die Befehle einen Haufen der Emotes verdecken. Okay, alles klar dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.